Hallo liebe Kinder- und Playmobil-Fans. Manche haben es vielleicht schon über Instagram mitbekommen. Wir ziehen um in die Luxusvilla. Wir tauschen das Haus mit Oma und Opa. Ich freue mich total. Wir werden da viel mehr Platz haben, den wir natürlich auch brauchen, wenn erstmal das Baby da ist. Und heute ziehen wir schon mal die Möbel um. Es sind noch Handwerker da und ich warte auf den Elektriker. Aber jetzt gehen wir erstmal rein. So, wir haben hier etwas umgebaut und das Haus erweitert. Hier ist die Küche, die steht auch schon. Wir haben das Treppenhaus hierhin verlegt, damit das Wohnzimmer heller ist. Und hier wird jetzt noch ein neuer Boden im Esszimmer verlegt. Ich glaube, das wird ganz schön. Ich freue mich jedenfalls schon richtig drauf. Jetzt muss ich mal schnell nach meinen Jungs schauen. Nicht, dass die oben Quatsch machen. Ach, die Sofas sind immer so schwer. Puh, stell mal kurz ab, Michael. Wo muss das denn hin? Nur noch da hoch. Puh, geschafft. Hier ist übrigens das Bad. Das hier wird das Kinderzimmer für die Jungs. Hey, Alex, was machst du da? Hey, stopp, stopp. Lochklopfen für Geheimversteck. Das geht doch nicht, Alex. Du darfst keine Löcher in die Wand machen. Gib mir den Hammer. Sarah! Ja? Ich bin oben. Oh, du hängst schon Bilder auf. Nein, ich halte Alex davon ab, mit dem Hammer Löcher in die Wand zu machen. Oh, ich muss noch schnell zum Baumarkt. Okay. Du könntest doch noch etwas zu essen mitbringen. Belegte Brote oder irgend sowas vom Bäcker. Ich habe schon so Hunger. Ja, das kann ich machen. Bis später. Und reg dich einfach nicht auf. Das ist nicht gut fürs Baby. Ja, leichter gesagt als getan. So, den Hammer muss ich jetzt erstmal weit oben verstauen. Und jetzt holen wir am besten mal etwas Spielzeug für euch rüber. Oh ja, Autos holen. Was ist denn das für ein Fußboden? Den haben wir aber nicht bestellt. Ich schau mal auf den Lieferschein. Das ist Ihre Bestellung. Nein, das kann nicht sein. Also schauen Sie, da muss irgendein Missverständnis vorliegen. Jetzt schauen Sie mal unsere Küche und die Wände an. Ich denke, das sieht man, dass das schon rein farblich hinten und vorne nicht zusammenpasst. Da muss ich mit meinem Chef reden. Spielzeug holen. Ja, mein Schatz, gleich. Ich muss nur schnell den Papa anrufen, okay? Martin, die haben uns einen falschen Fußbodenbelag im Esszimmer verlegt. Hast du nicht sogar das Muster fotografiert von dem Boden, den wir ausgesucht haben? Ja, das geht nicht. Der muss wieder raus. Ja, tschüss. Mein Chef schaut sich das morgen nochmal an. Okay, ich denke, das wird sich klären und wir werden eine Lösung finden. Bis dann. Oh, unglaublich. Das Muster geht gar nicht. So, jetzt holen wir das Spielzeug. Hallo Oma, hallo Opa. Hallo. Was macht ihr da? Wir bauen unser Bett auf, damit wir heute gleich hier schlafen können. Ah, wir gehen unser Spielzeug holen. Und wie läuft es bei euch? Der Elektriker kommt nicht. Die Bodenleger haben den falschen Fußboden verlegt. Und Alex hat mit dem Hammer ein Loch in die Wand geschlagen. Wunderbar, oder? Umzüge sind einfach immer stressig. Ja, das ist wohl so. Wir nehmen jetzt Spielzeug mit und Martin und Michael wollen später noch die Kinderbetten rübertragen. Wenn ich nur richtig helfen könnte hier bei dem Umzug. Aber als Schwangere darf ich eben nicht schwer tragen. Und das Zimmer hier, das kennt ihr auch noch nicht. Hier haben wir nochmal einen Anbau gemacht. Hier ist jetzt unser Schlafzimmer mit einem großen Fenster mit Blick auf den Teich. Und hier haben wir jetzt mal das Babybett aufgestellt, denn ich denke, das Baby wird als erstes mal bei uns im Zimmer schlafen. Aber später dann wird es natürlich oben im Kinderzimmer schlafen. Mama! Oh je, was ist denn jetzt passiert? Mama, Eisen
kaputt. Ach so, nur die Eisenbahn. Ich dachte schon, euch wäre etwas passiert. Das ist schnell wieder repariert. Schaut, schon wieder gut. Super, danke, Mama. So, das ist unser Abendessen. Aber jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Sonst geht hier gar nichts mehr. Ich bin wieder da. Ich habe etwas zu essen mitgebracht. Habe ich jetzt Hunger? Hallo, Papa. Hallo, Jungs. Hast du schon den schrecklichen Fußboden gesehen? Ist mir gar nicht aufgefallen. Also das fällt doch sofort auf. Also Martin. Michael und ich tragen jetzt noch die Kinderbetten rüber. Hier ist euer Spielzeug drin. Das dürft ihr schon ausräumen. Achtung, ist das sperrig? Pass auf, Martin, das rutscht. Achtung! Oh je. Oh, da ist ja alles abgebrochen. Das müssen wir wohl wieder reparieren. Was war das für ein Lärm? Hoffentlich ist den Männern nichts passiert. Komm, wir schauen schnell. Vielleicht tragen wir die Betten erst morgen hoch, wenn wir wieder fit und munter sind. Ja, gute Idee. Oh nein, das Bett! Jetzt dürft ihr heute Nacht eben mal auf Matratzen schlafen. Das Bett bekommen wir wieder hin. So, schaut, hier könnt ihr doch prima schlafen, oder? Aber es ist so komisch im neuen Haus. Es riecht ganz anders und es gibt andere Geräusche. Wir sind doch bei euch. Alles ist gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Mama, aber ich kann nicht schlafen. Darf ich zu dir ins Bett? Ja, ich auch. Na gut, kommt rüber. Wir können doch immer so schlafen. Wir brauchen unsere Kinderbetten doch gar nicht. Da müsste das Bett mindestens 1 Meter breiter sein. Ihr seht, wir müssen hier jetzt noch einiges machen in unserem neuen Haus. Aber bis Sonntag wollen wir auf jeden Fall fertig sein. Und dann nicht verpassen, Sonntag um 9.30 Uhr gibt es die komplette Haustour. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Tschüss.